sie trat in das große Zimmer, die Menschen standen dicht aneinander gedrängt und sprachen aufeinander ein. »Hallo, die große Hoffnung der deutschen Literatur«, rief ihr ein großer Mann über mehrere Köpfe hinweg. Eine blonde junge Frau drängte sich durch die Menge, sie hielt ein Tablett mit Gläsern in die Höhe, sie nahm ein Glas Sekt, nippte daran, stand da. Der große Mann arbeitete sich zu ihr durch. Es wurde Platz gemacht, sie wurde angeschaut, der Mann machte Bemerkungen beim Durchdrängeln. Vor ihr angekommen, der Mann wiederholte seinen Ausruf und sagte, er müsse vor der neuen Göttin der Literatur knien. Er war atemlos von der Drängelei. »Königin«, rief er. Der Mann war größer als sie. Er ging aber in die Knie und hielt sein Glas zum Gruß und zur Huldigung in die Höhe. »Ich muss Sie korrigieren«, sagte sie, »es muss heißen, deutschsprachige Literatur.« Der Mann stand auf und nickte. »Ja, da habe sie recht, das wäre ein Fehler gewesen, sogar ein großer Fehler. Es sei ja diese Vielfalt, die die deutschsprachige Literatur so bedeutend mache.« Er betonte das Deutschsprachige, musterte sie, grinste sie an, wie sie sich fühle, fragte er dann. »Gut«, sie lächelte zurück, »sehr gut.« »Das sollten Sie auch«, sagte der Mann. »Sie haben die Literatur wieder zum Leben erweckt.« »Haben Sie noch solche Weisheiten auf Lager?« Der alte Mann war ärgerlich. Er wollte nicht, dass jemand anderer sprach. Er war verzweifelt, weil ja immer jemand anderer etwas sagte, weil seine Sätze nicht stehen blieben, weil seine Sätze im Gerede der anderen zerflossen. Er musste verzweifeln. Sie lächelte ihn an. Er war sehr alt. Er musste gegen 80 sein oder älter. Diese sehr alten Männer, sie wussten ja wirklich viel und das half ihnen nichts. Dieser Mann war ein kleiner, dicker deutscher Faust. Faust war ja eine deutsche Erfindung. Sie lächelte den alten Mann noch freundlicher an.